Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play der Clue 1 für den PC. Heute befinden wir uns im Sotheby's auf der Bond Street. Und während der letzte Part wieder weniger erfolgreich war, wird es vielleicht heute erfolgreicher, liebe Leute. Wir werden sehen, wir beobachten das Sotheby's. Allem Anschein nach handelt es sich hier um ein Auktionshaus. Naja, Ausbildung Erwachen 35%. Wir haben also wieder Erwachen, Bewachungsgrad 82%. 8000 wert nur, das ist ja nix. Gut, können wir da noch reingehen, weil der Stand gerade wird geschlossen. Genau, irgendwie 16:30 oder so stand da, dass es geschlossen wird. Warten wir einfach mal so bis 15 Uhr oder so. Ja, wobei, so lange brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja. Oh je, okay, das sieht wieder aus, als wäre das relativ klein. Okay, nee, nicht nachdenken. Schauen wir uns mal um. Was haben wir hier? Ein Sessel brauchen wir nicht, ein geschütztes Bild, das ist 300 wert. Eine Kasse mit 90 Pfund. Ganz viele Sessel. Ah ja, da ist das Auktionshaus. Okay, ich verstehe. Eine Holztür, 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 eine Stahltür, Holztür, Holztür. Kasten mit 400 Pfund, Kasten mit 200 Pfund, Kasten mit 1100 Pfund, eine Münzsammlung. Und nochmal 100. Fenster, 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 alles geschützt. Okay, und ein Wertschrank. 390, ein krummer Wert, das haben wir selten. Und ein Schreibtisch mit 190. Ausstellungskasten 640 und noch ein Ausstellungskasten mit 700 und 600 und 100. Das ist wohl der beste. Stahlschrank 900. Oh, aber es wird eine Wache drin sein, ne? Oh, zwei Wächter. Shit. Ne, drei? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall muss ich da ein bisschen was niederschlagen. Das heißt, ich kann wieder keinen Safe-Experten mitnehmen. Was machst du? Du bist für die drei Wertschränke. Du bist für die ganzen Wertschränke und Gemälde. Und du da drin bist für die Fenster. Und für die Tür ins Auktionshaus. Was sind die Gemälde so wert? Auch krumme Werte. 2, 2, 1. Ach nee, ist jetzt alles dasselbe. Okay. Oh, das könnte schwer werden. Zwei Wächter. Es könnte halt vor allem schwer werden, und das ist jetzt gerade so eins der Hauptprobleme, eben weil ich ja hier jetzt gerade so gelockt bin, dass ich nur zwei Leute mitnehmen kann. Und ich muss aber auch jemanden zum Niederschlagen mitnehmen. Das heißt, wenn ich jetzt nicht irgendwie noch einen habe, der... Ach so, und Autos brauchen wir ja auch. Nee, okay. Dann müssen wir das genauso machen wie bisher. Und ich muss halt auf den Safe wieder verzichten. Okay. Schauen wir uns das Ganze mal an. Es wird halt, glaube ich, besonders an der Tür hier jetzt wieder kompliziert, aber hey. Benutzen. Stahltür. Was ist denn hier vielleicht ein bisschen leiser? Die Bohrmaschine? Die Bohrwinde. Bohrwinde klingt eigentlich echt ruhig. Wollen wir das mal machen? Achso, und direkt zu Anfang. Bitte, Monsieur, komm mal mit hierher. Ich möchte nicht, dass du durch die Fenster gesehen wirst. So.
Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Sind es, also erstmal kurz, sind es zwei Wächter? Ja, es müssen zwei Wächter sein, ja. Okay. Wie wäre es damit, wenn ich erstmal... Moment. Okay. 2 Minuten warte. Mit ihm hier reingehe. Und dann hier mal ein bisschen warte. So, jetzt dürften es nur noch ein paar Sekunden sein. Der natürlich noch mal an der Tür. Wie lange? Oh ne, das war viel zu lang. Okay, sehr gut. Im Moment, geht der jetzt nach oben zuerst? Na egal, das sollte reichen hier. Ach so, ja, die Tür hier an der Seite, die ist zwar jetzt gerade offen, aber ich kann da ja durchgehen, weil ich habe die ja nicht geknackt. Soll ich mit ihm dann einfach hier drin... Nee, halt, ich kann mit ihm nicht da drin bleiben. Ich brauche ihn ja zum Niederschlagen der zweiten Wache noch. Okay, wo sind wir jetzt bei 8 Minuten 14? Das heißt, ich warte mit ihm hier einfach auch mal 8 Minuten. Und dann können wir hier auch ganz easy reingehen. So. Also es ist ja schön und gut, dass die Wache da oben jetzt gerade erstmal liegen, dass die Tür da unten jetzt gerade erstmal offen bleibt. Aber ich muss ja so oder so hier rechts noch rein. Also. Schließen. Ja, wie machen wir das mit der zweiten Wache? Vor der habe ich jetzt gerade ein bisschen Angst. Ganz offen gestanden. Ich würde noch mal kurz ein bisschen warten. Was macht denn die Wache so? Läuft da unten lang, schaut durch die Fenster und alles. Schaut dann da an die Tür. Das wäre eigentlich so der Moment, wo ich sie, glaube ich, niederschlagen könnte. Ja, ich glaube ja. Okay. Sobald, nee. Sobald das hier geschehen ist, gehst du mal hier runter, brichst erstmal noch die Tür auf, auch mit dem Dietrich. Und dann wird gewartet, nur für ein paar Sekunden, weil da müsste ja gleich kommen. Ja, das war nämlich schon zu weit. Das wiederum nicht. So, 15 Minuten 10 sind wir jetzt. Ach ne, Moment, 6 Minuten und 7 Sekunden. Oh, ob der das merkt, wenn ich jetzt die Tür aufmache, ne, ich riskiere das mal nicht. Ey. 1 Sekunde warten. Das jetzt funktioniert hat, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, aber ist egal. So, warten wir hier nochmal ein paar Sekunden. Was waren das so? 30? Ach, keine Ahnung, ich warte einfach eine Minute. So. Jetzt haben wir ja eigentlich freie Bahn, weil die Wächter sind weg. Das heißt, wir gehen hier erstmal aufmachen, benutzen, Elektroset, schließen. Hier aufmachen.
So. Und dasselbe nochmal hier. Das ist ja das Wichtigste hier, weil das macht ja die Tür auf zum Optionsraum. Das könnte also jetzt so ein bisschen das Kommando für ihn hier sein. Du könntest ja... Achso, das hier oben müsste ja dann... Achso. Ja, Moment, du kannst ja gar nichts aufbrechen. Du brauchst eigentlich überhaupt nichts machen. Du brauchst einfach nur rumstehen, bis das Level vorbei ist eigentlich. Ja. Wäre ja auch zu cool, wenn man mal wie Nützliches gerade mitnehmen könnte. So, das heißt, wir machen mit ihm hier wieder alles. Nehmen, Kuriosität, schließen, dann hier rüber. Ist natürlich jetzt belastend, dass ich halt den Safe nicht öffnen kann, weil da ja doch schon sehr wertvolle Sachen drin waren. Aber was nicht geht, das geht halt nicht, ne? Da machst du nix. So. Achso, echt mal, du kannst gleich die ganzen Gemälde kannst du gleich mitschleppen. Damit er das hier nicht machen muss. So, danke. Schließen. Hierhin. Ja, alles was rumsteht, was nicht aufgebrochen werden darf und so. Braucht man nicht. Das kannst du ja gleich alles noch mitnehmen. Hat er den Stahlschrank geöffnet, der Wächter? Heißt das, ich kann den Kram da drin einfach rausnehmen? Das ist ja nice. Ja, dann. Da werde ich mal nicht Nein sagen, Kumpelinchen. Ja, dann müssen wir den Kram noch machen. Hm. Alles her damit. So. Das auch noch. Ich werde auch mal noch die Kasse gleich öffnen, auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist, weil jetzt nicht so das krasse Zeug da drin war. Aber hey. Machen wir auch mal sicherheitshalber die Tür hier wieder zu. Achso, die ist ja verschlossen. Ha. Gut. Dann wartest du jetzt mal so, sagen wir einfach mal 5 Minuten. Dann sollte hier, glaube ich, alles ziemlich safe aus sein. Nee, noch nicht. Okay. Jetzt ist aber alles aus. Ne, du bist jetzt schon da oben am Knacken. Ja, wunderbar. Dann das Gemälde. Das Gemälde. Hier unten ist kein Gemälde. Aber hier ist noch die Statue. Zu der ich mich nicht drehen kann jetzt. So. Und ich glaube, das müsste es gewesen sein. Mit dem Kram hoffe ich doch. So, dann machen wir die Tür hier noch wieder zu. Und du, Kumpelblase, kannst eigentlich schon mal rausgehen und dich ins Auto setzen. Nicht an den Fenstern hängen bleiben. So. So, und wechseln. Sollte ja dann jetzt eigentlich alles in meinem Inventar sein. Sorry, falls meine Stimme ein bisschen abkackt. Ich habe heute schon 6 Stunden Pen and Paper gespielt. Mit ein paar Leuten und viel geredet. Ja, da ist langsam die Stimme dann ein bisschen am Abkratzen. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich bin der Meinung, es sollte geklappt haben. Aber mal gucken. Okay. Ja, es muss halt nur das am Anfang mit dem Niederschlagen klappen. Die beiden Niederschläge. Aber wenn die klappen... Er hat jemanden gesehen. Ja. Das ist natürlich belastend. Aber wir kommen immerhin davon. Das heißt, wir haben zumindest Erfolg. Tja. Ein Wächter entdeckt einen Dieb und löst ihn sofort an. Das ist echt ein bisschen belastend, weil ich bin der Meinung, dass ich das Spiel mal gespielt habe und man so die Leute
erwarten konnte. Also, dass man so auf die Wächter warten konnte und sie dann quasi in der ersten Sekunde um die Ecke niederschlagen konnte. Tja. Das ist echt belastend. Aber auch hier gilt leider wieder, ich hatte gehofft, dass es jetzt im Sotheby's wieder ein bisschen besser läuft. Aber es gilt ja trotzdem dasselbe, was ich gesagt hatte. Wenn es fehlschlägt, werde ich es nicht neu probieren. Ich habe das ganze Level gezeigt. Ja, schade. Ja, also wie gesagt, dadurch, dass wir ja eh mal laden müssen. Ne? Aber ich wüsste jetzt auch ganz ehrlich gar nicht, wie man es sonst machen soll. Also, da bin ich echt ein bisschen überfragt gerade. Außer wenn man sich halt irgendwie ganz schnell da oben reinschleicht und, naja, keine Ahnung. Naja, da müsste ich wahrscheinlich ewig weiter probieren, aber das möchte ich natürlich nicht machen. Das Level ist gezeigt, das ist wichtig, das möchte ich ja mit diesen ganzen Parts noch erreichen. Wichtiger wird es dann, wenn wir mit der Story weitermachen. In ein paar Parts. Bis dahin möchte ich aber trotzdem alle Level zumindest noch gezeigt haben, wie man es macht oder wie man es eben nicht macht. Anders als im zweiten Teil kenne ich das Spiel hier leider nicht in- und auswendig. Aufgrund meiner ein bisschen zeitlichen Begrenztheit möchte ich gerade aber auch nicht jetzt hier noch Stunden reinstecken, die Level 1000 mal probieren. Auch wenn es sicher auch spannend wäre. Wenn es aber bei einem speziellen Level jemanden interessiert, dann einfach in dem entsprechenden Part in die Kommentare schreiben. Dann bin ich auch bereit, das eines Tages mal noch als extra Video hochzubringen, indem ich das ein paar Mal probiere. Oder wir probieren es im Stream. Liebe Leute, das war's für den Part und wo es im nächsten Part hingeht, erfahrt ihr. Dann bis dann und auf Wiedersehen.